Ein Messzug von DB Systemtechnik, bespannt mit 103-222. Sie zeigt sich im typischen Aussehen der früheren Bundesbahn. Beige-rot mit DB-Kicks. Angehängt ist der Schallmesszug. Mit ihm werden Abrollgeräusche gemessen. Die Ergebnisse geben Auskunft über den Gleiszustand. Unterwegs ist er zwischen Leipzig und Halle an der Saale. Die Strecken werden mehrmals befahren. Schnell und langsam. Beheimatet ist 103-222 bei der DB Systemtechnik in Minden. Ein riesiges Gelände mit viel Geschichte. An die Anfänge der ICE-Ära erinnert der Intercity Experimental. Der nächste Messzug wird zusammengestellt. Daneben rangiert die aufgerüstete 103-222. Diese Dreier gehörte zu den vier letzten Betriebsfähigen. Am 17. Juli 2014 war Fristablauf. Eine neuerliche Hauptuntersuchung ist nicht mehr vorgesehen. Die E-Lok soll verkauft werden. Einer ist darüber besonders traurig, der langjährige Stammlokführer Uwe Klaasen. Ich habe mich da auch während der Ausbildung, da habe ich mich sowas verliebt, als ich erstmal erkennen konnte, wie die Lok aufgebaut ist, was sie zu leisten vermag. Und das ist einfach sagenhaft. Schon seit 1989 ist diese Dreier in Diensten der Versuchsanstalt. Damals noch Bundesbahnzentralamt Minden. Unter bestimmten Voraussetzungen darf sie eine Höchstgeschwindigkeit von 280 km/h erreichen. Für Uwe Klaasen ein besonderes Erlebnis. Das waren auf jeden Fall die Versuchsfahrten, als die Neubaustrecke Mannheim-Stuttgart neu war. Da haben wir lauftechnische Messfahrten mit einem Reisezugwagen durchgeführt mit bis zu 280 km/h. Und das ist ein Erlebnis, was haften bleibt. Das hat ihr auch locker geschafft? Also. Ja, es war so, wir durften die ersten 10 Kilometer nur 250 fahren und dann erst auf 280 beschleunigen. Und dann in der Beschleunigungsphase von 250 nach 280, die ist also noch mal richtig angetreten. Also die hat sich nicht da hochgequält, nix, gar nix. Im Führerstand von 103-222 ist fast alles beim Alten geblieben. Doch welche Aufgaben hatte sie während ihrer langen Dienstzeit in Minden? Die Lok ist ursprünglich für solche Versuchsfahrten eingestellt worden. Und später, im Jahr 1992, hat sie dann sogenannte Regelinspektionsfahrten im 200-km/h-Netz der Deutschen Bundesbahn damals gemacht, was vorher von der 103-001, die wir auch hatten, absolviert wurde. Das wurde dann auch umgerüstet auf diese Lokomotive. Die hat die entsprechenden Messradsätze bekommen. Das hat sie bis 2000 gemacht. Danach wurde sie vorrangig vor der Oberbaumesswageneinheit, die heute RailLab heißt, wurde sie da als Zuglok eingesetzt, weil die fahren auch 200 km/h und da ist also bundesweit überall hingekommen. 103-222 entsteht 1973 bei Krauss-Maffei in München. Am 17. Juli desselben Jahres wird sie von der DB abgenommen und dem BW Hamburg-Eidelstedt zugeteilt. Der 17. Juli wird zum Schicksalstag.
103 222, ist seinerzeit am 17.07.1973 abgenommen worden und hat am 17.07.2006 in Dessau die letzte Hauptuntersuchung bekommen. Das heißt, das erste und das letzte Datum, was jemals an der Lok angeschrieben war, ist ein 17.07. Uwe Klaasen löst die Handbremse. Er wird für uns die Dreier bewegen. Es sind eine der letzten Bewegungen von 103 222. Ein Käufer wird sich für dieses Schmuckstück sicherlich finden. Ganz ohne alte E-Loks müssen die Mindener nicht auskommen. Zur DB-Systemtechnik gehört die heute letzte als Baureihe 110 bezeichnete Kasten-E10. Uwe Klaasen hat für uns die Maschine aufgerüstet. Zwei Generationen Schnellzug-E-Loks nebeneinander. Eigentlich liegen nur etwas über 10 Jahre Entwicklungszeitraum zwischen den beiden Maschinen. Der Unterschied aber ist gewaltig. Die wird also bis auf Weiteres noch im Versuchsdienst eingesetzt werden können. Im Geschwindigkeitsbereich bis 140 km/h, und die hat also noch, wenn man die Verlängerungen schon jetzt dazu rechnet, noch Fristen bis zum Jahre 2018, also die wird uns noch einige Zeit erhalten bleiben. Noch am selben Tage ist die 110er im Messzugdienst unterwegs. Hier erreicht sie den Bahnhof Altenbeken. In Altenbeken hat die E-Lok umgesetzt. Wenig später macht sich die alte Dame aus dem Baujahr 1957 wieder auf den Weg.